Was ist eigentlich eine Afghan-Boxkamera? Dabei handelt es sich um eine selbstgebaute Holzkiste mit Objektiv, integrierter Mattscheibe und Fotolabor in einem. Zum Belichten nimmt man einfach den Deckel vom Objektiv ab und setzt ihn wieder drauf. Die Belichtungszeit wird hierbei geschätzt. Das Licht fällt wie bei einer normalen Kamera durch das Objektiv, aber hier direkt auf Fotopapier, das auf die Mattscheibe gespannt wird. Durch die Linse im Objektiv fällt das Bild spiegelverkehrt und auf dem Kopf auf die Mattscheibe. Die Mattscheibe lässt sich an den Alustangen vor- und zurückschieben, wodurch man die Schärfe einstellt. Durch das schwarze Tuch an der Seite kann man das Bild in der Kamera entwickeln, ohne dass Licht hineinfällt und das Bild überbelichtet. Spannt man das fertige Negativ wieder vor die Kamera, kann man es noch einmal abfotografieren und erhält dadurch ein Positivfoto.